Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir machen weiter. Der Meister unter den Zauberern. Wie sich das Battle City Turnier fortsetzte, erfuhr Marek, dass die ägyptische Götterkarten, die er suchte, gespielt wurde. Obelisk, der Peiniger, wurde gespielt. Ja, von einem kleinen Moment in Battle City und wir haben den Besitzer gerade identifiziert. Seto Koiber. Natürlich. Woher wusstest du das her? Es ist ganz einfach. Meine Schwester Ichizo verschwört sich gegen mich. Sie gab Koiba diese Karte, um mich aufzuhalten. Ich hätte wissen müssen, dass Ichizo hinter diesem ganzen Turnier ist. Sie nutzte ihre Millennium-Heizkette, um die Ereignisse des Battle City vorherzusehen. Ichizo wusste, wenn sie Obelisk der Peiniger zu Koiba gab, würde er ein Turnier aus Gier werfen, um die anderen ägyptischen Götterkarten zu erhalten. Ja, soll ich ein Team von Raritätenjäger zu Kuiper bestellen, um ihn einen kleinen Besuch abzustatten? Nein, lass Koiba seine Spiele. Zuerst werde ich den Pharao schwächen, den Arcana, um Yugi-Moto auszuschalten. Später im Battle City Turnier lockt ein seltsamer Clown Yugi zu einem geheimen Versteck mit gefährlichen Apparaten. Willkommen, Yugi-Moto. Ich bin ein Illusionist, bekannt als Arcana, und bald wird deine Lieblingskarte Dunkle Magier sich für mich duellieren. Nur ein wahrer Meister der Illusion verdient es, einen dunklen Magier zu erhalten. Du wirst nie sein volles Potenzial verstehen. Das ist genug, Arcana. Ich weiß, es ist schwer, deine Lieblingskarte in einem Deck eines anderen Duellanten dir vorzustellen. Nun, ich fordere dich zu einem Duell. Der Gewinner wird des Verlierers dunkle Magier nehmen. Und ich akzeptiere, du musst wissen, dass wenn ein Duellant sein Deck baut, wählt er seine Favoriten aus vielen verschiedenen Arten von Karten. Aber manchmal kann eine Karte einen Duellanten wählen. Die beiden sind verbunden und der Duellant kann die wahre Macht der Karte antippen. Weil jeder durch das Herz der Karten gebunden ist und der dunkle Magier hat mich gewählt. Genug, lasst uns unsere Decks mischen und die Show beginnen. Ja, das ist ein bisschen geeky. Story ist merkwürdig. Naja. Ja, ich weiß, bin ich sogar noch als erster dran. So, Arcana, was kann der so gut? Auf jeden Fall gelehrt mit den dunklen Magier. Und das war's denn jetzt. Tschüss. Du bist dran, Akana. Oh nein. Bitte nicht angreifen. Oh nein. Wie konntest du nur mein Monster angreifen? Jetzt hast du 1000 Lebenspunkte verloren. Au. Oh, ja. Ja, erstmal Flugzerstörer. Und tschüss. Muss der Effekt von dunkler magischer Vorhang aktivieren. Und ich beschwöre den dunklen Magier. Und nur noch darf ich Monster setzen. Aber das ist für mich completely fine. Geopfert. Du Opfer. Ich opfere gerne meine Opfer. Direkter Angriff. Aha. Und schon hat sich die Karte fast gelohnt. Aber nur fast. Yay. Was willst du machen? Ja, komm. Ist drauf. 800 Damage. Was soll doch nicht so ein Pussy? Du Pussy. Ich sag mal Flip-Beschwörung. Und danach beschwöre ich. Ist jetzt einfach nur Silberfang. Und danach beende ich meinen Zug.
lass dich ein bisschen selbst burnen. Yay. Okay, wenn ich jetzt richtig spiele, dann habe ich sofort gewonnen. Aber nur wenn ich es richtig spiele. Und wenn er jetzt kein weiteres Monster beschwört, was irgendwie mehr als 87 hat. Goddammit. Ich hab doch B gedrückt gehalten. Noch ein Narrenlord, ernsthaft? Ich beende erstmal meinen Zug. Oh nein, ich müsste die Tomate. Au. Bis er auf dem Spielfeld steht. Aktiviere Gehirnkontrolle. Und klaue mir sein Monster. Dann opfere ich es, um Baphomet zu beschwören. Und dann aktiviere ich Baphomets Effekt. Das war mein Zaubertrick. Dass die Jack 1 Fans genau dieselbe Karte genommen hat. Anderer Name. Und verloren. Es ging auch schnell, um ehrlich zu sein. Der Maul. Liviard, der Meeresdrache. Halt einfach der Maul. Ich bin als zweiter drin. No. Mess. Du Mist. Was hat er vor? Elegante Voltäterin. Beschwöre Gazelle, König der mystischen Bestien. Seine Karte verdeckt. Und greife an mit Gazelle, König der mystischen Bestien. Beende mein Zug. Das war ein guter Zug. Würde ich mal so behaupten. Auch wenn es nicht stimmen würde. Infizierte Post. Einfach wo steht du kannst. Au. Oh. Das tat weh. Aber keine Angst, denn ich beschwöre den Allmächtigeren.
Ihr dunkler Magier. Der wird so ausgesprochen. Ich schwöre, Amana. Armina. Und ich setze noch ein Monster ein. Verdeckte Verteidigungsposition. Nein, halt mal. Und dann greife ich mit. Halt mal. Dunkler Magier hat dein verdecktes. Dein. Opa an. Ein Püppchen. Dunkler Magier, schöne Animation. Still. Ja. Ah. Schönes Duell. Bestimmt nicht langweilig, zuzugucken. Ich einfach nur die ganze Zeit versage. Ey, ist. Warum? Warum hat sie immer schwarze Loch, wenn ich irgendeine Monsterkarte habe? Die irgendwie irgendetwas macht. Die irgendwie zu irgendetwas gut ist. Ich bin der Freundzug. Du bist dran, Arcana. Und du beendest auch deinen Zug. Cool. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Nämlich, dass ich keine verdammte Monster ziehe. Als ob Yugi keine Monster hat. Das gibt keinen Sinn für mich. Du Plasm. Wow, sehr cool. Es macht Spaß, keine richtigen Monster zu ziehen. Yugi dann der Scheiße. Hab ich schon mal erwähnt? Ich hoffe. Weil es ist wirklich scheiße. Ey, das kann doch nicht deren verfickter Ernst sein. Alter. Scheiße, mein Leben. Ach, come on. Und er kriegt einen dunklen Magier und gewinnt das Duell. Er gewinnt das Duell. Also, wenn ich das hier mache. Guter Versuch. Ah, damit habe ich noch meinen Arsch für mindestens einen Zug gerettet. Und dann habe ich meinen Arsch nochmal für mindestens einen Zug gerettet. Cool, ne? Das bringt nichts, weil ich ziehe keine Monster. Ich aktiviere meine Fallenkarte Spielcraft. Haha, 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 haha. Ich hab ein Monster gezogen! Halleluja! Ach, endlich mal ein Angriff. Ist auch was bringt. Oh mein Gott, hab ich jetzt gewonnen? Ich hab gewonnen! Auf Feuer beschwöre ich den dunklen Magier mit Bubis. Alter. 2900 ATK, einfach so eine Arsch bekommen. Noch ein dunkler Magier hinterher. Zugriff. Darauf steht das dunkle Magier-Mädchen. Direkter Angriff. Ja, gewonnen. Das kann nicht sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass du mich besiegen hättest können, Yugi. Ich bin der größte Magier der Welt, je gesehen hat. Du vertraust auf Betrug, um zu gewinnen, anstatt Vertrauen und Respekt in das Herz der Karten zu stecken. Arcana ist weg. Bis wir uns wiedersehen, kleiner Yugi. Ich bin mir sicher, ich brauche keine Einführung mehr. Zeig mir dein Gesicht, Malek, du Feigling. Ich werde mich dir zeigen, wenn die Zeit reif ist. Und nicht früher, wenn ich erhalten habe, was mir gehört. Und du weißt genau, was ich will. Die unbegrenzte Macht des alten Pharao. Der Geist, der in dem Puzzle lebt. Sag mir, warum du des Pharaos Macht willst. Weil die Macht rechtmäßig meine ist. Und wenn ich sie habe, werde ich nicht mehr aufzuhalten sein.
Die Welt wird mir gehören und niemand wird in meinen Weg, mein Schicksal stehen. Schon gar nicht du. Oh ja? Pass nur auf, Marek. Hör zu, kleiner Yugi. Meine Familie ist seit Jahrhunderten untergeordnet und beschützte den Grab des Pharaos bis zu seiner Rückkehr. Und für was? Ich sollte der Pharao sein. Niemals. Du wirst die Macht des Pharaos nicht bekommen. Und ich werde das sicherstellen. Ha, wir werden ja noch sehen. Mein Schicksal kann nicht gestoppt werden. Siehst du es nicht? Es ist nur eine Frage der Zeit. Die drei ägyptischen Götterkarten zusammen mit deinem Millennium Puzzle werden mir gehören. Dann werde ich den Pharao von seinen alten Mächten entziehen und sie mir selbst geben. Marek, du wirst mich nie besiegen in einem Duell. Also wirst du nie die gierigen Hände an meinen Puzzle bekommen. Ich verspreche dir auf den Sand von Ägypten. Des Pharaos Macht wird meine werden. Ein weiteres von meinen Gedankensklaven ist bereit in Battle City und wartet darauf, dich zu besiegen und den Puzzle zu nehmen. Und er hat eine ägyptische Götterkarte. Und was ist das? Und was ist der Name dieser Karte? Vorsicht vor dem Quiet One. Vor dem Quiet One. Wir werden uns wiedersehen, Yugi. Mit den Parasiten spielen. Ach, nicht nochmal. Wie das Turnier sich fortsetzt, wurde Joey von Vivi Underwood herausgefordert. Aber was Joey nicht wusste, war, dass Vivi seine hinterlistigen Tricks wiederverwendete. Vivi mischte eine Karte in Joeys Deck, um sicherzustellen, dass keiner von Joeys Strategien funktionieren würde. Wir werden es offen und ehrlich mit einem Duell regeln. Okay, lass es uns machen. Das ist in Ordnung für mich. Aber wir werden uns für zwei Locator-Karten duellieren. Das ist, wenn du überhaupt zwei hast. Yugi quatscht diesen kleinen gruseligen Käfer das erste Mal, als sie aufeinander traten im Duelist Kingdom. Nun denke ich, ich bin in einer Reihe, das Gleiche zu tun. Es ist Zeit, sich zu duellieren. Echter Yatros. Eine wundervolle Karte, die Yugi zum ersten Mal gefickt hat. Oh fuck. Sollte aufhören, die ganze Zeit A zu drücken. Button Smasher. Oh, so langsam fängt Joey's Deck an, Yugis zu überbieten. Außer ich hab Swordsman auf Lannister. Sag mir nicht, ich hab Swordsman auf Lannister. Und ich bin nochmal zurück. Weevil, ist es deins? Du bist dran. Dein Zug, Weevil. Weißt du, willst? Oh, come on, hör auf dich zu heilen. Hahaha, hast gedacht, ich lasse einfach mein Monster so zerstören. Ey, meine Karte. Damit hast du aber nicht mit den Gott der Götter gerechnet. Pixar Yoshi. Der Outplayer vom Outplay. Ich glaube, Play das Roleplay. Ach ja. Nein. Ich brauche keine Falle zu aktivieren. Ich kann es aber gerade von Gina zu aktivieren. Wenn er nur MST hat und der keine anderen Karten. Nein. Mit dem Maul. Ja, Outplay mit Gaff geht. Ja. Gaff, die können nicht ausgerüstet werden. Mit Ausrüstung Zauberkarte. Was mir dazu war ein Sweet Death gerade gewesen. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen nervig, deshalb aktiviere ich Trapper für MST. Aktiviere Disk auch noch gleich und zerstöre DNA-Operation. Au. Totally worth it. Also wahrscheinlich verdeckte Karte bodenlose Fallgrube. Cool. Direkter Angriff mit meinen beiden Monstern mit Alligator-Schwert und Baby-Dragon. Alligator-Schwert. Show what you got.
Damit hast du nicht mit meiner bodenlosen Fallgrube gerechnet. Ich hab das Duell jetzt gewonnen, ne? Du, die Sündenböcke. Und Angriff. Und Angriff. Und Angriff. Und Angriff. Duell gewonnen. Easy. Willkommen in der Falljahrstadt. Wie will Bevölkerung du? Ich habe verloren. Warte. Okay, Weevil. Reich sie rüber, deine Insektenkönigin und zwei Locator-Karten. Erbarme dich. Erbarmen? Du hättest daran denken sollen, bevor du dich entscheidest zu betrügen. Jetzt, wie beim Duel des Kindes, bist du raus vom Turnier. Du Missgeburt. Pantomime ohne Willen. Wie lange nehme ich schon auf? 21. Marik war im Besitz von zwei der drei ägyptischen Götterkarten, aber er brauchte erst Millennium-Phase, um seinen Plan zu verwirklichen oder so. Plötzlich fand sich Yugi ausgefordert von einem Duellant namens Strings. Yugi, bereite dich auf ein Duell vor, um dein Millennium-Phase zu verlieren. Marik, treffe meine Gedanken, Sklave. Strings, the Quiet One. Durch die Kraft meines sollte er dich besiegen. Feigling! Warum soll ich meine Zeit verschwenden, wenn ich dich durch meine Gedankenpuppe duellieren kann? Kämpfe mit der Macht meines Millennium-Stabs ist nichts anderes, wie du dich mit deinem Puzzle duellierst. Stimm dich. Du zwingst deine Knöchel, deine schmutzige Arbeit zu machen, indem du die Kontrolle über ihren Verstand nimmst gegen ihren Willen. Ich duell mit Respekt und Ehre. Marek, mach deinen Zug. Gebunden auf Verstehung. Yami Yugi vs. Strings. Das Duell der entscheidenden Entscheidungen. Erhalten wir die Götterkarte oder nicht? Das zum vieles Mal erfahren Sie in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Oh, schon wieder eine tolle Hand. Lohnt sich, Yu-Yu zu spielen. Wenn es mal ganz im Ernst. Hat der übrigens ich glaube, der hat eine ägyptische Götterkarte am Deck. Ja. Und warum hat er die drin? Wieder mal so etwas einfach nur random aufgefüllt. I end my fucking turn, you son of a bitch. I activate my trap card. Oh, ich sehe immer noch keine Monster. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Amna. Warum sehe ich eigentlich nie Monster? Das ist halt echt behindert. Behindert. Ey, das ist doch dumm. Das ist Betrug, wenn ich keine Monster ziehe. Wie soll ich denn sonst gewinnen? Außer mit Betrug. Lol. Activate my trap card. Light for sword. Und weg mit dem Dreck. Oh nein, der Opfer zu einem Monster. I activate my trap card. Okay. Oh ja, immer noch keine Monster. Sweet. Ich aktiviere Kartenzerstörung. Komm schon, aktiviere sie. Ja, und dann ziehe ich eine Karte in Hoffnung, dass es ein Monster ist. Cool, hat sich voll gelohnt. Kartenzerstörung zu aktivieren.
Ich habe immer noch kein Monster. Warum sollte man auch Monster haben, ne? Wäre ja langweilig. Weil dann könnte man ja ein Spiel spielen. Aber warum sollte man ein Spiel spielen, wenn man es auch nicht spielen kann? Das ist eine entscheidende Frage, die sich jeder stellen sollte. Kach! Ich habe einfach keinen Glück mit den Karten. Das ist halt einfach nur GG. Ich meine, wie viele Karten habe ich schon gezogen? 11. Ich habe 11 Karten gezogen, davon war keins ein Monster. Und alle anderen Karten in diesem Deck sind höchstwahrscheinlich Monster. Und jetzt ruft das ein ägyptischer Gott. Und zieht deine Karte. Cool. Er beschwört nicht seinen Gott. Warum sollte man einen Gott beschwören, wenn man einen Gott auch nicht beschwören kann? Oh ja, ein Monster. Cool. Ja. 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 Erstmal in Verteidigungsposition setzen. I end my freaking turn. Wahrscheinlich ist die verwandte Karte Gott gewesen. Oh nee, noch ein Frosch. Wäre langweilig gewesen. Oh nein, meine poetischen Schwerter sind weg. Was soll ich jetzt denn tun? Gesell. Ich aktiviere verrätische Lichtschwerter. Unsere Schwerter ist nichts. Schlusswiederbelebung Schleim. Mal gucken, ob das so dumm ist und 1000 Lebenspunkte bezahlt. Er bezahlt 1000 Lebenspunkte. Gut. Ja, fuck die. Wenn ich doch nur eine Karte ziehen könnte, die ich brauche. Anstatt Kartenzerstörung. Das wäre echt sweet. Die wird Kartenzerstörung. Tschüss. Cool, ein Monster. Was mir schon wieder nichts bringt. Das ist echt GG. Das ist echt ziemlich hart GG. Wie soll ich nun das Duell gewinnen? Ich nichts Fuchsisches hier. Und bald bin ich gefickt. Oh ja, begreif mein Ruf in der Totenkopf. Ich wollte extra hochsingen. Und dann habe ich mir gedacht so, meine Stimme will nicht. Wieso will meine Stimme nicht? Aha, du bist jetzt gebumst. Greifer. Kann ich dich nicht angreifen? Jeder kann dieses Cut nicht dazu. Etwas so lange dazu. Das ist dumm. Ich darf also keine Zauber oder freien Karten kontrollieren, damit ich ihn angreifen kann. Das ist halt echt dumm. Warum? Warum existiert so eine Karte? Na, ich werde halt jetzt einfach die ganze Bumsen mit Wiederbelebungsschleim. Oh ja, ein Kuribo. Jetzt haben wir einen neuen Kuribo. Greif an, Wiederbelebung, Schleim. Ich meine, von mir aus können wir auch das Duell bis zum Ende durchziehen, ne?
Hat er überhaupt einen ägyptischen Gott? Auf dem Friedhof ist auf jeden Fall nicht. Ich beschwöre das Magier mit den dunklen Magier mit Brüsten. Oder auch das dunkle Weep Girl. Im Maul. Warum laufe ich eigentlich so eine Scheiße? Tschüss. Ach, come on. Ich wollte eigentlich mit dunklen Magiermädchen den Schleim zerstören. Pisser. Xer, Missgeburt. Spasti. Klappen. Hans-Peter Wurscht. Ja, bald hat er keine Karten mehr und keine Lebenspunkte und dann ist er gebumst. Dann ist er ziemlich hart gebumst. Angriff. Die Animationen sehen echt scheiße aus. GG. Und der hat noch 1000 Lebenspunkte. Cool. Cool. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall die letzten Lebenspunkte nicht aufhören wird. Deshalb das letzte Mal, dass er Wiederbelebungsschein wiederbelebt hat. Yeah. Nein, er greift mit dem Monster meine Monster an. Oder auch nicht, weil er dumm ist. Und warum macht er das? Wieso greift er nicht meine Monster mit seinen Monstern an? Oh ja, Wiedergeburt. Hat er einen ägyptischen Gott? Vielleicht hat er doch einen ägyptischen Gott am Friedhof. Tatsächlich steht jetzt live auf dem Friedhof. Klingt mir leider nicht, weil ich keine Handkarten habe. Ja, ich wollte bis 7 hab. Hat angreifen können, ich Idiot. Ups. Na egal. Warte einfach bis wir Karten ab und dann gleich dann beschwöre ich es live ab für einen Zug. Kann man ja mal machen, ne? Und dann kann man da auch lassen, ne? Kann man aber auch machen. Ach scheiße, stimmt ja, da war ja was. Na scheißegal. Yay, crappy Animation for life. Aber egal. Ich bin schon 30 Minuten auf. Sie werden das erste Race wieder durch den Deckout gewinnen, ne? Au. Oh, hat mir einmal Damage gemacht, cool. Ah, jetzt kriegst du 600 Damage verdient. Ist er dumm? Ja, jetzt wäre schon einfach mal Verteidigungsposition. Hätte mich angreifen können. Jetzt mal verteilen für sich schon. Und noch eine Wiederbelebung schlimm. Und dann noch 400 Lebenspunkte. Was wird er machen? Ja, Slifer beschwören, cool. Natürlich beschütze ich mein dunkle Magier-Mädchen mit Titten. Dunkle Magier-Mädchen mit Titten, natürlich hat ein Mädchen Titten. Tschüss. Und ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht. Mal gucken, ob der den richtigen angreift. Oh, er greift einfach den an. Autsch. Das tat weh.
Warte mal, was denn nicht schon? 500. Ich hab gewonnen, es ist vorbei. Das kann nicht sein. Wie konnte ich verlieren mit den ägyptischen Götterkarten in meinem Deck? Du wirst bezahlen. Du magst vielleicht Slifer besiegt haben, aber ich hatte eine andere ägyptische Karte. Eine noch viel stärkere. So genieße diesen Sieg, solange du es noch kannst, denn es wird dein letzter gewesen sein. Du Spastika. Ja, sowas Slifer bekommt cool. Obwohl ich Slifer schon hab. Cool, ne? Der Geist der Finsternis offenbart. Ach, jetzt beginnen die Battle City Turniere. Ja. Alter, wir sind schon am Ende. Cool. Müssen mich. Ich gehe. Aber sind halt nicht alle. Da haben sie noch nicht mal alle vom Battle City Turnier. Ist ja GG. Guck mal, eins mach ich noch. Jetzt war Zeit. Wie die Battle City Turnier Finale. Ich dachte, ich hätte eine schlimme Aussprache. Ey, schau. Joey, Yu-Gi-Oh! Mai. Super, wir haben alle 6 lokierte Karten. Koiba, Joey, Yu-Gi-Oh! Und Mai waren die ersten 4 Duellanten, die die Finale erreichten. Der 5. Finalist kam bald. Es war Malik mit dem falschen Namen Namu. Er freundete sich mit Thea und Joey an. Während des Turniers, sein Plan ging auf. Yugi, lern unseren Freund Namu kennen. Ich hab von dir gehört, Yugi. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Jeder Freund von Joey und Thea ist ein Kumpel von mir. Ich bin so glücklich, von so einen einladenden Mengen umgeben zu sein. Ich hoffe nur, jeder, den ich heute Abend kennenlerne, ist so freundlich wie ihr, Leute. Hey, das ist der Bakura. Was macht er hier? Was machst du mit deinem Duel-Disc? Wie konnte ich sonst 6 Locator-Karten gewinnen und in den Finale kommen? Wiederhol das eine Sekunde. Wann bist du das Turnier beigetreten? Beigetreten? Wie hast du es den ganzen Weg bis zu den Finalen geschafft? Der 7. Finalist kam gerade rechtzeitig für Bakura, um das Thema zu wechseln. Hey, ciao. Es ist der 7. Finalist. Der Kerl kommt mir bekannt vor und das ist eine Visage, die man nicht vergisst. Dein Name? Ich bin Marek. Mareks Handlanger Odeon übernahm Mareks Namen, um Mareks wahre Identität zu verbergen. Es war alles Teil von Mareks Plan. Ich werde einen gedankenkontrollierenden Hintern treten. Du bist kein Problem für mich, Dummkopf. Gummy Bears. Der einzigste Grund, warum ich dich nicht jetzt aus dem Umhang schmeiße, ist, damit ich meine Energie spare, um dich in die Finale fertig zu machen. Verstanden, Kumpel? Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht, Yugi. Nun, da die 7 der 8 Finalisten da waren, gab Koibe bekannt, dass obwohl die Locator-Karten, die zu der Stelle führten, es nicht der Ort von den Battle City-Finals war. In diesem Moment kam Koibers Luftschiff. Sobald sie an Bord waren, war es Zeit für das erste Duell zwischen Yugi und Bakura. Yugi wusste, dass etwas nicht richtig ist mit Bakura. Ich weiß, das ist nicht Bakura. Es ist der böse Geist des Millennium-Ring und ich wette, er ist immer noch nach den 7 Millennium-Gegenständen. Das Duell wird härter, als jeder denkt. Ich muss es gewinnen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Bist du bereit, alles zu verlieren? Warum die ganze Aufregung? Was ist um Bakuras Hals? Namu, es ist irgendwie schwer zu erklären, aber das ist nicht wirklich Bakura. Weißt du, Yugi und Bakura haben beide die echt alten Objekte, die magische Kräfte haben. Yugis Gegenstand ist gut, aber Bakuras Gegenstand ist schlecht. Wenn ein böser Geist lebt in sein. Also willst du mich sagen, da ist ein böser Geist, der sich gegen Yugi duelliert? Das ist schwer zu glauben. Das Team hat keine Ahnung, dass Namu eigentlich Marek war. Natürlich haben die keine Ahnung, das hast du aber bereits schon erklärt, Mann. Und dass der böse Geist des Bakuras besaß für ihn arbeitete. Okay, das wurde noch nicht gesagt. Nun, da die Einführungen vorbei und erledigt sind, warum beginnen wir nicht dieses Duell, du Opfer? Ja, ich habe 2 Minuten für das Story gebraucht. Wenn ich First Watch schaffe, dann war's das. Wenn ich es nicht First Watch schaffe, dann sehe ich das Duell in der nächsten Folge. Beziehungsweise ich mach nach dem Duell einen Cut.
Yay, nur ein Monster. Vor allem, ich hasse mein Leben. Zwei Monster. Alter, das sah richtig aus wie eine permanente Zauberkarte. Ich gehe während für vielfachen eine permanente Zauberkarte ist. Oh nein, jetzt fangen wir. Ey, die ist verboten. So Missgeburt. Schied in der Bakura. Was das, Bakura? Du wirst verlieren gegen meinen Skills. Das muss ein offenes Monster sein. Unlucky. Unlucky me. Also sonst würde ich es gerne brainwashen. Ha, noch ein Sangan. Damit tut er sich Sangan, um sein Deck auszulernen. So ein Idiot. Ich mache einen direkten Angriff. Schicksalstafel. You faggot. Seriously. Und noch ein dunkler Magier, cool. Wenn Jumi seine verdeckte Karte aufdecken könnte. Wie sei das? Kann ich durch Kampf zerstört werden und nach bestimmten ganz auf das ist der Gegner push. Also es geht nicht Monster push. Außer wenn man das opfert. Dann wird es bestimmt in Angriffsposition machen, wenn nicht den da verschwindet. Ich glaube, er hat ein Potenzial dieser Karte verschwendet. Monster wieder mit Geburt. Du bist Geburt. Ja, ich muss hin machen. Ich beschwöre wieder Geburt in Angriffsmodus. Das ist scheißegal. Jetzt werde ich nicht sagen, ganz Effekt für ihn oder für mich? Oh, für ihn. Ja, gut. Hätten wir das geklärt. Oh, fuck you. Scheiße. Ich werde das Duell verlieren. Ich werde das Duell von verlieren. Piu. Laser of Doom. Leider wird es nicht genug sein, weil ich keine Möglichkeit habe. Ich wollte gerade meine Monster opfern, um dunkle Magie zu holen. Aber es wäre ja dumm gewesen, weil dann hätte ich das auf jeden Fall verloren. Bye. Ja, ich hätte es auf jeden Fall dann verloren. Ja. Zum Glück bin ich nicht dumm, oder? Easy. Sweet. Bakura, alles in Ordnung? Hey, wo bin ich? Du bist jetzt mit deinen Freunden Bakura. Ich bin froh, dass Bakura in Ordnung ist. Der Millennium Ring ist wie mein Puzzle. Es hält einen antiken Geist, der jemand anderes braucht, um zu existieren. Und auch wenn der Geist vom Ring böse ist und Bakura gegen seinen Willen steuert, so scheint er braucht dennoch Bakura, um zu überleben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Bakura und mir. Was ist das? Was ist das? Unterschied? Davon habe ich schon was gehört. Der Geist in meinem Gegenstand ist mein Freund. Und du und ich sind immer für uns da, um uns gegenseitig zu unterstützen, egal was in unseren Wegen kommt. Du warst da, um mir zu helfen, als mein Großvater in Schwierigkeiten war. Und jetzt bin ich hier, um dir zu helfen, die Welt vor dem Bösen zu retten. Ich verspreche, dass wir zusammen das Geheimnis und deine Vergangenheit herausfinden und wie du deine verborgenen Kräfte entsperrst, bevor Marek sie nehmen kann. Weil dein Schicksal ist auch meins. Und wir werden gewinnen. Das ist richtig. Das war ein hartes Duell. Aber dank unserer Teamarbeit und des Herz der Karten waren wir erfolgreich. Jetzt gehen wir auf die zweite Runde zu. Und wir werden es den ganzen Weg schaffen.
Yay. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Ciao, kleinen Mongos.